Es ist nun mehr als ein Jahrzehnt, dass ich vom Bruno Gröning Freundeskreis weiß. Mein Vater hat mich damals zu den Gemeinschaftsstunden mitgenommen. Und ich muss sagen, obwohl, was dort gesprochen wurde und die Berichte, die dort abgegeben wurden, die ich als authentisch empfand, konnte ich für mich persönlich keinen Nutzen in der Lehre erkennen. Ich habe dann mein Leben so weitergelebt wie bisher. Und das so lange, bis ich an einen Punkt kam, an dem ich wirklich nicht mehr weiter wusste. Aber zum einen hatte ich mich zu einem sehr aggressiven Menschen entwickelt. Ich war im Dorf und in der Schule war ich als Schläger bekannt. Es war mir irgendwann nicht mehr möglich, normal in einem Bus zu sitzen. Immer musste ich irgendjemanden anpöbeln und war doch sehr bald in der Schlägerei verwickelt. Zum anderen waren meine schulischen Leistungen, ja, waren genau genommen miserabel. Und hier war es anders. Hier hatte ich tatsächlich den Wunsch und den Willen, mich zu bessern und auch eine gute Leistung zu bringen. Denn ich wusste ja, wenn ich den Beruf, den ich mir wünsche, wenn ich den auch ausüben möchte, dann brauche ich einen ordentlichen Schulabschluss. Und so setzte ich mich tatsächlich hin und nahm das Buch und wollte lernen. Und es war immer das Gleiche. Ich saß vor dem Buch und konnte stundenlang diese Seiten blicken und war, ja, vor mich hinträumen. Und manchmal zwang ich mich dazu und ich las das dann. Und danach, wenn ich es dann zumachte, wusste ich überhaupt nicht mehr, was da drin gestanden hatte. Und irgendwann war es dann so weit, dass dann meine Klassenlehrerin einfach keinen Weg mehr wusste und mich dann zu einem Psychotherapeuten geschickt hat. Und der hat mir dann verdeutlicht, wo ich stehe und wo ich angekommen bin. Und da war ich an einem Punkt erreicht, wo ich aus diesem Leben einfach nur noch fort wollte, wo ich einfach nur noch raus wollte aus diesem Leben. Und da war ich zum ersten Mal bereit, Bitte zu sagen. Und da erinnerte ich mich, was in den Gemeinschaftsstunden gesprochen wurde. Und auf einmal war es mir klar vor Augen, wie das Prinzip ist. Und ich tat genau das. Ich bat einfach Bruno Gröning, er möge mein Leben einfach umkehren. Und ich glaubte einfach, dass er es tun wird. Ganz gleich, wie illusorisch mir das auch erschien zu dem Zeitpunkt. Und was dann geschah, das kann ich nur an ein paar Dingen schildern. Das erste war, ich empfand auf einmal eine solche Kraft, eine solche Stärke und einen solchen Willen, den ich vorher nie gehabt habe. Ich bin in Büchereien gelaufen, habe mir Bücher geholt, hatte für alles Interesse. Jedes Fach in der Schule war auf einmal interessant, vorher so öde und dann auf einmal, ja, ein Wille dazu da. Die Schlägereien, die waren einfach, ja, ich habe mich ferngehalten von diesen Dingen. Und meine schulischen Leistungen haben sich von den, ja, von Vieren und Fünfen haben sich dann auf Einsen gebessert. Und dann, ja, im weiteren Verlauf so stark verbessert, dass ich dann, ja, das 11. Schuljahr, genau genommen das 10. und das 11. Schuljahr überspringen konnte. Und dann wirklich auch diesen Abschluss in der Tasche hatte, um Beruf und Studium so zu wählen, wie ich es mir wünschte. Ja, und dann kam etwas. Ich hatte mich dann an den Erfolg gewöhnt. Ich hatte gelernt, Kraft aufzunehmen und war voller, ja, auf einmal hat sich etwas anders eingeschlichen. Ehrgeiz. Und ich tat noch viel mehr. Ich investierte immer mehr Zeit. Ich musste Erfolg haben auf einmal. Ich konnte mich über Erfolg gar nicht mehr freuen. Auf einmal kam schon der nächste Erfolg, den ich haben musste. Und auf einmal, ja, es war auf einer Tagung, da fragte mich, was ist das? Was drängt mich so dazu, was drängt mich so nach dieser Macht? Was drängt mich nach sozialen Status? Was drängt mich so dazu, ja, immer diesen Erfolg, der mir doch dieses Glück, was man doch eigentlich sucht, nicht bringt? Und da war ich an dem Punkt angelangt, wo ich innerlich, ja, nur noch den einen Wunsch verspürte, dass mir diese ganze Eitelkeit, dieser ganze Hochmut genommen würde. Und was dann geschah, das ist für mich der eigentliche Erfolg in meinem Leben. Denn dann, ja, dafür fehlen mir eigentlich die Worte. Das Erste, was geschah, war in der Familie. Ich hatte das Verhältnis zu meinem Vater. Meine Eltern hatten sich in jungen Jahren schon getrennt. Zu meinem Vater und zu meiner Mutter war, ja, mehr oder weniger abstrakt. Ich wusste, das ist mein Vater, das ist meine Mutter. Die hat man gern, zu denen ist man nett. Genauso wie zu den Geschwistern. Und dann auf einmal, als ich diesen Schritt getan hatte, als ich einfach nur gebeten habe, in meinem Herzen Ordnung, dann fand ich eine solche Liebe zu meinen Eltern. Und auf einmal war ein Stolz da und eine solche,
Ich kann es nicht beschreiben. Und ich hatte dann, es war für mich damals ein sehr großer Schritt. Ich bin dann zum ersten Mal zu meinem Vater hin und habe ihm gesagt, dass ich ihn lieb habe. Und ja, und es änderte sich so viel in meiner Familie. Ich hatte zu meinen Geschwistern einen ganz anderen Bezug. Ich konnte, auf einmal war so eine Liebe in meinem Herzen, so eine Freude. Und es war nicht mehr dieser Drang, etwas erreichen zu müssen. Und auf einmal erkannte ich, dass diesen Ehrgeiz, den ich hatte, dass das ein Ausdruck von Armut war.